Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Eurotruck Simulator 2. Ich befinde mich hier immer noch in Hamburg, habe jetzt schon eine Ladung Tierfutter aufgesattelt, die wir jetzt wieder nach Schweden zurückbringen, um den dritten Auftrag innerhalb der Trade Connections Aktion zu bewerkstelligen. Ich hatte ja schon gesagt, mein LKW, der DAF, ist jetzt in Erwartung. Da ist mir vor ein paar Folgen ja dieser wild gewordene Krawattentracker an der Mautstelle reingekracht. Und die Mitarbeiterin, die liebe Jana, hat Urlaub, deswegen bin ich mal mit ihrem Truck unterwegs. Ich muss hier nochmal eben tschüss, ne? Da hat mir gerade noch einer die Papiere gegeben und dann wollen wir mal los. Ja, das ist er. Renault. Ja. Von der Jana. Ja, hoffentlich erkennt mich keiner auf der Strecke, aber es ist ja zum Glück dunkel. Ich habe ja auch schon Gelächter gehabt, mit was für einem LKW ich fahre, aber ja, was soll man machen? Es hilft ja nichts. Interessante Lackierung, sie hat sie sich so gewünscht. Und wir steigen mal ein. Und ihr seht, die hat sich hier ein Krempel überall reingemacht. Eine Hauptsache einen pinken Teddybären. Wir können mal eben schon mal starten, haben wir auch ein bisschen Licht. Ja, hier hängt überall ein Quatsch an der Windschutzscheibe, aber gut, wenn sie das so möchte, dann soll das gerne so sein. Ja, also, ich weiß ja nicht, aber ja, wenn es ihr gefällt, dann ist das natürlich in Ordnung. So, wir fahren jetzt los. Wir haben, wie gesagt, Tierfutter von Hamburg nach Växjö in Schweden, um die dritte von 10 Trade Connections abzuschließen. Und wir werden auch direkt starten. Fällt gerade auf, die Musik ist sehr leise. Ich mache die mal etwas lauter, es geht sofort weiter. So, ich hoffe, jetzt ist es etwas besser zu hören, weil die liebe Jana ist ja so ein Jazz-Fan. Und da läuft hier natürlich Jazz. Der wartet da immer noch, das ist echt ein netter Kerl. Sinnlos, aber gut. Was? Unfall? Ich habe den gar nicht getroffen. Was wartet der Dussel da auch? Egal, haben wir nicht gesehen. Ladung dürfte ja nichts passieren. So, 700 Kilometer. Gucken wir mal, ob wir mit dem LKW da heil ankommen. Montagmorgen, 20 vor 3. Natürlich eine übliche Zeit loszufahren. Oh Gott, jetzt habe ich ein kleines bisschen gepennt. Weil ich wieder überall hingeguckt habe, nur nicht da, wo ich hingucken hätte sollen. Aber er wartet zum Glück. So, und auf geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, gibt es hier irgendwo eine Einstellung, wo ich meine Tempomat-Einstellung sehe? Wahrscheinlich gar nicht so wirklich, sehe ich auch gar nicht mehr. Ja, das ist, wenn man andere Displays gewohnt ist, ne? Aber wir kriegen das schon hin.
Was die da für ein Pinöpel an den Scheiben hängen. Die können ja kaum rausgucken. SpongeBob und Patrick tanzen. Den Bikini Bottom Square Dance. Große Krabbe, große Krabbe. Yeah, yeah, yeah. Große Krabbe, große Krabbe. Yeah, yeah, yeah. Irgendwie so. So, hab ich schon mal gesagt, ne? So, so. So, keine Ahnung, auf was ich meinen Tempomaten gestellt habe. Ja, scheint es auf 75, dann können wir noch zwei hochgehen. Dann 85 können wir fahren. Ich habe den so eingestellt, dass die Tempomatschritte immer 5 Stundenkilometer sind. Das kann man sich in den Optionen hier einstellen, wie da die Schritte sein sollen. So, langsam geht die Sonne auf. Und dann wollen wir mal gucken, nach wo wir von Schweden oder wo wir dann von Schweden aus wieder hinfahren. Ja, denke mal, wir machen erst die kürzeren, also so wie ich glaube ich schon mal sagte, Holland oder Polen, sowas, also Osten, irgendwie sowas, um dann die verschiedenen Länder abzugrasen. So, hier vorne geht es dann wieder runter. Weil die Bremsen halt sehr hart eingestellt sind. Die richtige Bremseinstellung habe ich noch nicht gefunden. Das geht wahrscheinlich mit Lenkrad und Pedalen, geht das alles etwas sanfter. Aber das Problem ist, wenn du hier die Bremsen zu sanft einstellst, dann hat er kaum eine Bremswirkung. Wenn du sie zu hoch einstellst, dann tippst du nur auf eine Taste und schon ist der, steht der und das ist irgendwie alles. Das muss man noch so rausfriemeln. Aber hier beim Renault brauche ich ja jetzt nicht unheimlich viel umstellen, weil mit dem fahren wir ja eh nicht so oft. Also wir werden natürlich ein paar Touren jetzt damit machen müssen, bis wir wieder mal nach Hamburg kommen. Und da Deutschland von unserer Trade Connection Liste ja schon runter ist. Ich weiß aber nicht, habe ich jetzt wirklich alle, ja nach dieser noch 7 Touren mit dem Renault mache, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht machen wir da mal eine kleine Zwischentour nach Hamburg, um da wieder auszutauschen. Diana hat jetzt auch nicht so lange Urlaub, ne? Wäre noch schöner.
Ich denke mal, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich nehme jetzt mal stark an, dass wir wieder in Rostock übersetzen. Haben natürlich jetzt noch volle Fahrzeit. Also noch sind keine Ermüdungserscheinungen da. Ich habe mich natürlich zu Hause mal so 2 Tage aufs Ohr gehauen. Das muss einfach mal drin sein. Auch als Spediteur muss das natürlich mal drin sein. Oder ich stiche natürlich immer so ein bisschen gegen Renault, aber schlecht sind die sicherlich auch nicht. Ist jetzt noch der alte Magnum, also der, ich glaube, AE 500 müsste dann um den Dreh sein. Ach komm. Für euer Ernst. Wenn wir bergab fahren. Die wissen schon, wo sie die Blitzer hinstellen müssen, ne? Und ich meine, im Endeffekt ist ja sowieso so als LKW-Fahrer, wenn du jetzt natürlich nicht gerade irgendwo selbstständig bist oder irgendwo der langjährige Fahrer in einer einzelnen Spedition bist, hast du da ja nicht viel Auswahl. Ja, also ich glaube nicht, dass bei Kühne und Nagel einer hingehen kann und sagen kann, ich möchte aber nicht mit dem Mercedes fahren, ich hätte gerne Scania. Ja, also weiß ich nicht. In der Regel nehme ich es mal an, es macht Ausgaben geben und genau weiß natürlich auch nicht, aber ich glaube, die Auswahlmöglichkeit, was für ein LKW man fährt, ist da relativ gering. Schöne LKW, weiß ich nicht, es gab mal so eine dreiteilige Dokumentation über die Spedition Rikö, diese absolut ehrliche Firma damals. Und da war im dritten Teil davon der Wolfi, das war so ein LKW-Fahrer von dem, der fuhr einen ultra geilen Scania Longline. Die Folgen davor hat er, meine ich, noch einen Mercedes Actros gehabt und in der dritten Folge fuhr er dann so ein Scania Longline. Das war ein schöner LKW. Aber im Großen und Ganzen, gerade bei größeren Speditionen, ist, glaube ich, die Auswahlmöglichkeit sehr gering und bei kleineren Speditionen aus Kostengründen wohl auch. Ich weiß nicht, was für ein Fahrer du sein musst, um dann in der Firma sagen zu können, nee, ich möchte aber den und den LKW. Kann natürlich durchaus sein, dass man sich als LKW-Fahrer sagt, ich werde mir den Arbeitsplatz eventuell nach dem aussuchen, was ich fahren kann. Na, also ist, wenn so eine Spedition schöne LKW hat, ist das vielleicht noch ein kleiner Grund mehr dahin zu gehen. Aber ich glaube, so Bezahlung und überhaupt die ganzen äußeren Umstände sind für so einen LKW-Fahrer eventuell doch ein bisschen wichtiger, als was für ein LKW er fährt. Nehme ich jetzt, wie gesagt, einfach mal an. Aber kann auch alles anders sein. Ihr wisst, das ist alles nicht so fundiert. Ich sage das alles nur immer so, wie ich das meine und denke. Ja, die Jacqueline Chantal ist mal für ein paar Touren zu Hause geblieben. Hier war ja kein Platz, hier sitzt ja ein Teddybär. Also wer jetzt mitfährt, müsste den Teddybär, ja, den müsst ihr nicht auf dem Schoß hin, könnt ihr auch irgendwo nach hinten legen oder so, das ist völlig in Ordnung. Den süßen Kleinen hier. So, vor mir so ein Holzkutscher, wenn das mal nicht der Eggert ist. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ist ja auch nicht jeder Gülletransport gleich der Peter Hackmann, ne? Und jeder LKW-Fahrer wird sich wahrscheinlich denken, du fährst viel zu nah auf. Ist auch richtig. Ich bin viel zu kleinen Abstand, gar keine Frage. Aber ist ja im Endeffekt ein Spiel. Weil wir können wirklich mal den Abstand ein bisschen vergrößern. Müssen sie ja nicht herausfordern. Ne?
dann gleich wieder rüber, weil ich will da ja nicht runter. Alter, was macht denn der? Warum bleibt der denn dann nicht rechts, wenn er sowieso abbiegen will, weißt du? Weil habt ihr wieder gesehen, wie die Bremsen da wieder gegriffen haben? Das ist schon... Ja, mit Tastatur kannst du halt nicht so sanften Druck geben, wie du es jetzt zum Beispiel mit dem Pedal machen könntest, ne? So langsam abbremsen. Kannst du natürlich, könntest du es mit dem Retarder machen oder auch mit dem Tempomat. Aber das ist natürlich doch im Endeffekt alles nicht ganz so einfach. Aber trotzdem bin ich immer noch absoluter Lenkradverweigerer. Ich habe mich halt an Tastaturspielen gewöhnt. Und es geht auch einigermaßen gut. Auch beim Eurotruck-Simulator oder auch beim Landwirtschaftssimulator. Klar sieht das manchmal alles ein bisschen hakelig und ruckelig aus beim Lenken. Beim Lenken, nicht beim Lecken. Aber ich lenken oder lecken ist auch egal. Kollege, Mensch, du siehst doch, dass ich blink. Also, links ist alles frei. Es ist manchmal... So, das habe ich ihm aber gegeben. Und ich weiß nicht, wofür die Taste B ist, die ich gerade aus Versehen gedrückt habe. Auflieger noch da? Ja. Ja, solche Autofahrer, die hast du wahrscheinlich auf der Autobahn auch öfter. Es ist links wirklich alles frei. Man sieht, dass der LKW da rausblinkt und raus will oder raus muss, ja sogar. Jetzt weiß ich wieder, wofür B. Ne, C ist Tempo. Ich weiß nicht, wofür B ist. Ist auch nicht so wichtig. Der LKW will da raus oder muss da raus? Nein, ich fahre nicht nach links rüber. Um Gottes Willen. Ich bleib stur auf meiner Spur. Das reimt sich sogar. Jetzt fehlt uns ein Pumuckel. Ne, das ist meine Spur. Ne, da bleibe ich. Hier darf man auch nur 80 fahren. Da fahre ich auf der linken Spur auch mit 82 Stundenkilometer schneller. Darf man hier sowieso nicht. Manchmal so. Ich habe irgendwie aber trotzdem nicht so das Gefühl, dass es über die Fähre geht. Ich glaube, wir fahren nicht nach Rostock, oder? Ich glaube nicht, dass wir nach Rostock fahren. Aber das soll bei meinem Orientierungssinn nichts heißen, wenn ich das glaube. Aber dass da Udense dran steht, das bestärkt mich natürlich in meinem Gefühl, dass wir nicht über Rostock fahren. Hätte ich vorher noch mal gucken sollen. Gut, habe ich verpennt. Aber was soll's. Weil Udense ist, glaube ich, meiner festen Überzeugung nach schon in Dänemark. Korrigiert mich, wenn ich mich dort irre. Warum der uns so krampfhaft nicht über Fähren leiten will. Keine Ahnung. Aber gut. Er wird seine Gründe haben. Und ich fahre gerne über Rostockhafen. Also muss ich sagen. Obwohl hier ist natürlich auch schön. Schöne romantische Gegend hier. Gibt's ja nichts. Wenn ich nicht terminfragt in aller Herren Länder hätte, würde ich jetzt erstmal picknicken. Und wenn ich Chantal dabei hatte, würde ich Fußball spielen.
Wasser. Das ist echt eine nice Gegend. Super, jetzt werde ich von ein paar Schweinen überholt. Oder sind es Kühe? Ne, es sind Kühe, würde ich sagen. Super, dass man die Lichtung gar nicht sieht. Habe ich noch Fernlicht an? Ich habe doch Fernlicht an! Ich habe die ganze Zeit Fernlicht an! Nur meiner sagen. Wieso konnte er mich überhaupt überholen? Hier ist 80. Ups. Frechheit hier. Raser. Ja, mal gucken, ob der seine Kühe überhaupt ordnungsgemäß versorgt hat. Und mit Kühen kenne ich mich aus. Möchte ich hier mal zum Ausdruck bringen. Schön an der Küste. Oh, Jana arbeitet im Urlaub. Frechheit. Was gibt's hier was zum Durchfahren? Im Aktro stehen lassen hier mit meinem Renault, ha? Hast du so gedacht? So, ich hoffe, ohne Fähre, das hatte sich eigentlich, war die Tourplanung so richtig schön mit Fähre gedacht, dass wir da einmal die Fahrzeit wieder aufbauen können. Ich hoffe, wir kommen da durch. Ja, noch 330 Kilometer. Also nun müssen wir einmal zwischendrin knacken, dann werden wir zeitlich wohl schaffen. Ja, also die Liefertermine sind jetzt eher arg knapp. Das ist sowieso im Euro-Truck-Simulator eigentlich ganz okay. Wobei man aufpassen muss, wenn man Euro-Truck-Simulator spielt oder auch American Truck Simulator. Was ich schon das ein oder andere Mal, weil ich nicht dran gedacht habe oder weil es nicht anders ging, schmerzhaft feststellen musste, wenn du externe Aufträge fährst, also diese World of Trucks Aufträge. Da läuft die Zeit auch weiter, wenn du nicht spielst. Also wenn du so vom Spiel die Standardaufträge nimmst, dann kannst du ja auch mal eine Woche lang nicht spielen und dann hast du trotzdem noch genügend Zeit, die zum Ziel zu bringen. Wenn du World of Trucks Aufträge gibst, ist das wie bei Online. Das heißt, da läuft die Zeit weiter und wenn du dann irgendwann eine Woche lang nicht Euro Truck Simulator gespielt hast und dann machst du es wieder an und hast gerade noch so einen laufenden Auftrag, dann ja, bist du gekniffen. Genauso wie du nicht speichern kannst. Also wenn ich jetzt irgendwie speichern würde, baue 500 Meter weiter einen schweren Unfall, wo die Ladung kaputt geht, wenn ich dann sage laden, dann komme ich genau danach im Unfall wieder raus bei den externen Aufträgen. Also die sind da schon so ein bisschen abgeschottet, abgesichert sozusagen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Jeder weiß, dass ich ein vorbildlicher LKW-Fahrer bin. Zum Glück.
Ich denke, ich werde die Tour aber doch in zwei Teile splitten. Wir haben schon wieder 25 Minuten. Die Folgen sollen nicht immer ganz so extrem lange werden. Deswegen werde ich jetzt hier einfach ein ganz kurzes Break einsetzen und beim nächsten Mal weiterfahren. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich danke, dass ihr bis hier mitgefahren seid und hier mit diesem wunderschönen Ausblick diese Folge beenden. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, wünsche mir immer allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.